Servus, geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play-Serie und zwar in Field of Glory 2 Medieval. Und wir sehen jetzt hier auch gleich schon den ersten Zug und zwar spiele ich erneut gegen den Merp. Ja genau, der Merp, gegen den ich auch in Strategic Command World War II gerade eben noch das laufende Let's Play habe. Und wir spielen hier den Battle of Crook Marvor. Marvor, wenn man es ausspricht, weiß ich leider nicht so genau. Wir haben jetzt hier auch schon den ersten Zug gesehen, aber ich würde sagen, bevor wir ja, uns hier einer kleinen Schlachtfeld- oder ja doch Schlachtfeldanalyse machen, erkläre ich euch erstmal, was es in dieser Schlacht hier eigentlich geht. Krug Marvor, 1136 nach Christus. Nachdem sich die Normannen in England festsetzen konnten, begannen sie bald darauf damit, die kleinen walisischen Fürstentümer zu erobern, die aufgrund ihrer Uneinigkeit leichte Beute waren. Im Jahre 1110 nach Christus kontrollierten die normannischen Marcher Lords von Portcardigan aus bereits einen Großteil von Wales. Mehr als 20 Jahre lang herrschte zwischen den Normannen und den verbliebenen walisischen Fürstentümern, darunter die führenden Herrschaftsgebiete Ceredigion und Gwynedd, als ein instabiler Frieden. 1135 nach Christus starb der englische König Heinrich I., woraufhin ein Bürgerkrieg zwischen rivalisierenden Thronanwärtern entbrannte. Naturgemäß richteten die Marcher Lords ihre Aufmerksamkeit auf die Ereignisse in England und die Waliser in Ceredigion nutzten die Gunst der Stunde, um die normannischen Invasoren zu vertreiben. Anfangs war der Krieg für die Normannen ein Desaster, da sie viele Burgen verloren und ihr mächtiger Anführer Richard FitzGilbert de Clare in einem Hinterhalt den Tod fand. Ermutigt von diesen Erfolgen entsandte der walisische Prinz von Gwynedd eine Armee unter dem Oberbefehl seines Sohnes Owain Glyndwr, um Ceredigion zu unterstützen. Die Normannen konnten jedoch eine ebenso große Armee ausheben, um der walisischen Bedrohung entgegenzuwirken. Owain Glyndwr rückte auf Cardigan vor und die zwei Armeen trafen bei einem markanten Hügel namens Krug Marvor aufeinander, lediglich 2 Meilen von Burg Cardigan entfernt. Historischer Sieger, die Waliser. Weitere Entwicklung. Die anglo-normannische Armee zog sich nach Cardigan zurück, wurde jedoch von den walisischen Verfolgern praktisch aufgerieben. Die Niederlage erwies sich für die Normannen bei ihren Vorhaben, Wales zu erobern, als großer Rückschlag. Ceredigion wurde von Gwynedd annektiert und Owain Glyndwr bestieg nach dem Tod seines Vaters den Königsthron. Und zurück aufs Schlachtfeld. Schauen wir uns hier nochmal die Siegbedingungen an. Schlagen Sie die feindliche Armee in die Flucht, indem Sie dafür sorgen, dass a. mindestens 40% Ihrer Truppen fliehen, also der gegnerischen, und 25 mehr Truppen als sie verloren haben oder 60% der Truppen fliehen. Schlacht von Krug Marvor. Die Anglo-Normannen sind an den Hängen des Hügels Krug Marvor in Verteidigungsstellung gegangen. Ihre gepanzerten flämischen Fußtruppensöldner, das sind diese hier. Schauen wir uns die mal an. Ihre gepanzerten flämischen Fußtruppensöldner bilden die Spitze, während die mächtige normannische Kavallerie in Reserve gehalten wird. Die Waliser hier haben ihre Langbogenschützen. Das sind hier ganz nach vorne gezogen und die Speerträger dahinter aufgestellt. Was es mit denen noch auf sich hat, das sagen wir gleich noch, also ich. Die Kavallerie beschützt beide Flanken. Gut, gucken wir uns das mal an. Er hat seine Kavallerie an beiden Flanken auch schon nach vorne gezogen. Wir haben hier einmal Kavallerie mit Lanzen, Lanzenkavallerie. Dann hier, die sind allerdings nur geschützt. Dann haben wir hier gepanzerte Kavallerie. Die sind Lanzenreiter, Schwertkämpfer und sind gepanzert. Im Gegensatz im Übrigen zu meiner Kavallerie und zu meinen Rittern. Die sind in der Qualität überlegen. Jetzt schauen wir mal kurz an, wie es bei dem ist. Auch überlegen und geschützt. Während gegen meine Ritter hier alle sämtlich gepanzert sind. Genau, und haben ritterliche Lanzenreiter. Also die sind ein bisschen stärker im Impact. Wir haben hier auf gegnerischer Seite noch leichte Wurfspießreiter. Das sind Plänklertruppen. Genauso gut wie sie leichten Wurfspießschützen und die könnten noch ein Problem werden. Die sind nämlich schwer zu greifen. Das Problem ist, die Wurfspießreiter und die Wurfspießschützen anzugreifen. Die Plänkleinheiten mit Kavallerie bedeutet, dass die eigentlich immer ausweichen. Die sind schwer zu greifen. Da muss ich mal gucken, wie ich da ein Mittel dagegen finde. Eigentlich müsste ich sie mit einer Einheit irgendwie ja, zu greifen kriegen, mit meinen Lanzen vielleicht hier, mit meinen einberufenen Lehnstruppen. Ansonsten wird es schwierig. Die werden mich ziemlich belästigen, die guten Plänkler.
Schauen wir uns mal an, was der Murphy hat. Insbesondere interessant sind hier die gewinnitischen Speerträger. Das sind offensive Speerträger, also wie der Name schon sagt, offensiv gut zu gebrauchen und vor allem Mannstärke. Ihr seht hier Stärke 362 Mann, 385 Mann, 393 Mann, während hier meine Lanzenträger so um den Bereich 250 liegen. Also ich sag mal knappe 100 bis 150 Mann mehr. Und man kann es hier sehen, die sind in drei Reihen aufgestellt, während meine hier nur in zwei Reihen sind. Dadurch, dass sie in drei Reihen sind und offensive Speerträger sind, können sie Karrees bilden. Also, ihr wisst schon, hier ein Viereck nach allen Seiten geschützt. Das bedeutet, man kann die, wenn die im Karree sind, nicht von der Seite, also nicht von den Flanken oder auch nicht aus dem Rücken angreifen, was die ganze Sache nicht einfach macht. Zumal die Einheiten auch noch Mannstärke oder Mann von der Mannstärke her deutlich überlegen sind. Ja, was ich im Vorteil habe, sind hier meine flämischen Speerträger. Das sind defensive Speerträger, die sind gepanzert und von der Qualität her Durchschnitt. Wir gucken mal die anderen hier drüben an, die guenetische Speerträger, so rum. Leicht geschützt. Ja, die sind alle nur leicht geschützt. Also da sind meine im Vorteil. Von der Qualität her sind die ebenfalls auch alle durchschnittlich, was schon mal nicht so schlecht ist. Mittlere Fußtruppen, das bedeutet auch, dass sie sich ein bisschen besser bewegen können als meine schweren Fußtruppen hier. Das sind ebenfalls schwere Fußtruppen. Im Nahkampf habe ich zwar eigentlich einen Vorteil, der wird mir allerdings wieder weggenommen, dadurch, dass es Mann, das ja von der Mannstärke her, es deutlich mehr sind. Mein Plan, tja, nicht ganz so einfach. Also ich denke, ich werde es mal halten mit nicht kleckern, sondern klotzen. Ich werde versuchen, dass ich mit meiner Kavallerie, mit meinen Rittern irgendwie in die Flanke komme, beziehungsweise in den Rücken reinkomme. Während hier meine Infanterie versucht, diesen Hügel, ja, man sieht es ja auch schon, hier der Höhenunterschied, hier ist Höhe 200, hier ist 150, da ist es 50. Ist ein leichter Vorteil für mich, wenn ich hier oben bleibe, was schon mal nicht so schlecht ist. Ich hatte zuerst, beziehungsweise ich habe überlegt, möglichst viel Kavallerie auf eine Seite zu bringen. Es gibt allerdings ein Problem und das Problem besteht darin, dass diese Einheiten hier sämtliche, die gehören alle zum Robert Fitzmartin, zum Oberbefehlshaber. Und diese Einheiten drüben, das heißt, ich kann hier relativ schlecht Einheiten, machen wir mal noch zwei weitere hier drüben mit anhängen. Das geht leider nicht. Und die Befehlsreichweite, man kann es hier sehen, in dem Umkreis ist jetzt auch nicht allzu groß von meinem Oberkommandierenden. Das heißt, ich kann nicht die Truppen hier allzu weit wegziehen. Drum habe ich mich jetzt schweren Herzens entschlossen, tja, wie gesagt, nicht zu kleckern, sondern zu klotzen, mit meiner sämtlichen Kavallerie auf den rechten Flügel zu gehen und versuchen, da eine numerische Überlegenheit herzustellen. Ich werde hier schauen, dass ich das Gelände ein bisschen für mich nutze. Wir können hier sehen, wir haben hier offenes Gelände. Hier allerdings ist jetzt kein Gelände, wo die Gegner in Unordnung geraten. Also ich sag mal so zum Beispiel, also schwere Truppen und Kavallerie gerät in Wäldern in Unordnung. Er hat sowieso den Vorteil, dass seine mittleren Truppen generell nicht so sehr in Unordnung verfallen können wie ich, wenn sie in Wäldern oder Sümpfing oder sowas sind. Allerdings sind diese Wege hier mit diesen paar Bäumen sind zumindest kein offenes Gelände. Das bedeutet, dass ein Vorteil in der Impact-Phase, also in der ersten Phase, wo die Einheiten aufeinander clashen, der ist nicht mehr ganz so gewaltig. Drum. Tja, werde ich mal alles auf eine Karte setzen und hier den linken Flügel eigentlich nur verteidigen, den Gegner kommen lassen und hoffen, dass wir uns hier verteidigen können. Die Frage ist, meine Bogenschützen bräuchte ich eigentlich in der späteren Phase, um ein paar dieser Einheiten hier mannstärkemäßig zu verringern. Denn da habe ich ein echtes Problem. Also entweder geht es mir darum, mit den Bogenschützen Mannstärken hinten zu verringern oder feindliche Einheiten in Unordnung zu bringen. Ich würde daher mal sagen, wir nehmen unsere Bogenschützen tatsächlich mal eher auf die... Ich werde die wahrscheinlich zentrieren, dass möglichst viele benannt sind. Ja, jetzt gucken wir uns mal unsere Truppen an. Wir haben hier noch Feudalfußtruppen, die sind von der Qualität der Durchschnitt und Rüstung geschützt. Unsere Lehnstruppen sind ebenfalls geschützt. Also unser Vorteil liegt auf alle Fälle daran, dass wir geschützt sind. Wir haben jetzt hier noch zwei, also einmal haben wir hier leichte Langbogenschützen und die walisischen Langbogenschützen. Die Langbögen haben den Vorteil gegenüber
Wir haben jetzt hier nur meine Bögen, genau, wir haben hier leichte Bogenschützen. Die Langbögen haben den Vorteil, dass sie selbst gegen gepanzerte Einheiten mehr anrichten können als meine. Also ich sag mal, hier mit meinen leichten Bogenschützen kann ich nicht viel erreichen gegen gepanzerte Einheiten. Die müsste ich vielleicht einsetzen gegen diese Kavallerie hier. Oder vielleicht auch, die sind ungeschützt, die leichten Wurfspießreiter. Vielleicht wäre es auch gar nicht so verkehrt, mit meinen Bogenschützen die zu dezimieren. Das ist eine schwierige Wahl. Seine Langbogenschützen, also die sind nicht so gut wie Armbrustschützen, was Panzerung angeht, aber die Langbogenschützen haben zum einen mal eine größere Reichweite. Zum anderen, wir gucken mal unsere Reichweite hier an. Und zum anderen sind sie etwas besser gegen gepanzerte Ziele. Ich würde jetzt einfach sagen, wir legen los. Jetzt gucken wir nochmal. Was haben denn die für eine Reichweite? Leichte Langbogenschützen, schauen wir uns die nochmal an. Schießen Reichweite 4. Kurzdistanz 2, Reichweite 4. Wie schaut es bei meinen Einheiten aus? Ebenfalls 4. Wirkung auf Langdistanz halbiert. Ist das bei den gegnerischen Bogenschützen auch der Fall? Na, jetzt kommen wir schon. Ist auch halbiert. Wirkung von feindlicher Rüstung geringer als bei anderen Bögen. Weil diese Einheit keine Nahkampffähigkeiten aufweist und nicht ausweichen kann, wird ihre Fernkampfeffektivität auch als Folge von Nervosität reduziert, wenn sie sich innerhalb von 2 Feldern feindlicher schwerer Einheit mit Nahkampffähigkeiten befinden, die nicht in Panik sind. Das bedeutet, nah rankommen und den Feind irgendwie schlagen. Ist bloß die Frage, wie wir da nah rankommen. Müssen wir mal auch ein bisschen drauf gucken, wie der Mörb sich verhält und wie er da reagiert. Ich würde jetzt sagen, trotzdem, ich bleibe bei meinem Plan, dass ich meine Kavallerie komplett auf die Flanke schiebe. Die Reichweite ist 4. Die leichten Wurfspielschützen, die haben Reichweite 1. Die müssen also richtig in den Nahkampf. Unebenes Gelände. Ja, das Gelände, offenes Gelände. Sumpf, das ist natürlich nicht gut. Ja, egal. Wir werden sehen. Schauen wir mal, wie weit die kommen hier. Ja, es bedarf hier schon. Die Ritter sind unflexibel. Das heißt, sie haben keine freie 45-Grad-Drehung. Ich schmeiß jetzt alle darüber. Bin ich wirklich gespannt, ob sich das am Ende ausgeht. So. Dann, wie schützen wir am besten unsere Flanke? Die defensiven Speerträgerrüstung geschützt. Ich würde fast sagen, dass wir die tatsächlich möglichst... Kann ich die hier drehen? Ja, müsste ich wahrscheinlich machen. Ist die Frage, ob ich die hier wirklich an die Ränder setze. Geschützt, geschützt. Die sind ebenfalls geschützt. Ja, ich werde die jetzt erstmal drehen. Qualität unerfahren. Die drehen wir ebenfalls. Und da bewegen wir schon mal so möglichst viele Einheiten da so rüber. Gut, unsere Bogenschützen. Ja. Wenn, dann macht es nur Sinn gegen die, ich bin immer noch nicht so ganz mehr im Klaren darüber, wo ich die Bogenschützen eigentlich benutzen sollte. Vielleicht lasse ich sie auch auf beiden Flanken in zweier Teams. Dann bin ich zumindest ein wenig flexibler. Was hat der Gegner hier für eine Reichweite? 1, 2, 3, 4. Mein Ziel tatsächlich ist es, seine Bogenschützen dazu zu bewegen, auf große Entfernung zu schießen, also auf eine Entfernung von 4. Das bedeutet nämlich, dass er bloß 50% Wirkung hat
gegen meine Einheiten. Frage ist, ob ich tatsächlich die defensiven Speerträger geschützt, die sind alle geschützt, die sind halt gepanzert. Würde Sinn machen, dass ich die gegen die Bögen irgendwie stecke. So. Lass mal die mal hier drehen. Dann machen wir den rückgängig. Wir drehen die hier. Gut. Und tatsächlich werden wir uns jetzt hier ein Stück zurückfallen lassen. Auf der Seite. Müssen wir jetzt nochmal schauen, in welche Richtung wir uns da zurückfallen lassen. Meine Bogenschützen hier vorne. Nee, das gefällt mir nicht. Bogenschützen, 131 Mann, seine Bogenschützen auch ungefähr so in dem Bereich. Ja, ich muss auch gucken, dass ich hier meine Einheiten... Die drehen wir jetzt mal. Die sind bereits gedreht. Ich muss natürlich auch noch Einheiten nach vorne bringen. Wegbewegen kann ich sie dann später immer noch. Ist die Frage, ob ich die hier drehen lasse und mich dann zurückfallen lasse. Wahrscheinlich das Geschickteste. Einberufene Lehnstruppen. Mit denen kann ich mich nicht drehen. Also die Schwierigkeit ist jetzt, entweder ich gehe nach vorne, kann mich dann aber nicht mehr drehen. Ich schaue nochmal, ich teste es mal kurz. Doch, ich kann mich noch drehen. Ja, dann drehen wir uns hier auch. Genau, nächste Runde lassen wir uns da zurückfallen. Die Bogenschützen, nehme ich die jetzt mit auf die Flanke oder lasse ich sie in der Mitte? Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt gerade so überlegen bin. Also die Schwierigkeit, vor allem habe ich auch ein Problem mit diesen leichten Wurfspießschützen. Aber ich denke, ich sollte tatsächlich meine Bogenschützen auch eher tendenziell in den Rückraum bringen. Jetzt überlegen wir mal ganz kurz, was wir mit unseren Speerträgern machen. 1, 2, 3, 4. Er kann sich 1, 2, 3 maximal nach vorne bewegen. Müsste ja gehen bei seinen Einheiten. Wenn er sich 3 nach vorne bewegt... 1, 2, 3, steht er hier, 1, 2, bin ich hier in der Langdistanz oder in der Kurzdistanz, wenn er sich bewegt. Ich gehe mal davon aus, dass ich mit der Kavallerie vielleicht dann auch hier eine Abkürzung nehme. So, Alex, entscheid dich. Also von der hat 1, 2, 3, 4. Bis da wären wir quasi... Wenn ich so weit vorrücke, wäre ich schon in der Reichweite der Langbogenschützen. 1, 2, 3, 4. Allerdings bloß mit reduzierter Wirkung. Denn die haben nur für 5 Runden Munition. Und alles, was ich jetzt an Munition hier irgendwie verschwenden kann, sage ich mal. Jetzt gehen wir mal davon aus. Nehmen wir mal an. 1, 2, 3, 4. Nehmen wir mal an, ich bewege mich hier hin. Könnte er eine Runde auf mich feuern. Und zwar mit allen. Er könnte auch mit denen hier vorgehen. 1, 2, 3. 1, 2, dann wäre er in der Nahdistanz, könnte aber trotzdem nur leicht feuern. Also mit 50% reduziert. Ist die Frage, locken wir ihn oder locken wir ihn nicht? Macht es Sinn, macht es keinen Sinn? Ich würde fast sagen, es macht Sinn, dass er seine wertvolle Munition möglichst dann verschwendet, wenn sie ihm nicht allzu viel bringt. So. 1, 2, 3, 4.
Also wenn er jetzt hier schießt, muss er sich drehen. Drehen und feuern auf eine Entfernung von 1, 2, 3, 4. Das ist gut. Also er kann momentan hier keine große Wirkung erzielen. 1, 2, 3, 4. Da kommt er nicht hin, muss sich bewegen. Mit Bewegung kann er bloß 50% Schaden anrichten. Hier das gleiche. Die ziehen wir jeweils ein Feld nach vorne. Gut. Das ist der Befehlshaber der Einheiten hier. Da muss ich auch aufpassen. Genau, ich ziehe die ja dann später hier zurück. Können die sich noch bewegen? Ja. Ist die Frage, ob ich die jetzt... Ich werde mich dann später zurückfallen lassen auf diese Position hier. Lass mal überlegen, wie weit gehen wir zurück? 1, 2. Dass wir hier auch eine ordentliche Formation aufbauen können. Kann ich die noch drehen? Nee. Also meine Bogenschützen, die werde ich jetzt auf alle Fälle erstmal zurückziehen. Lehnstruppen. Ah, ich muss eher gucken. Zurück. Also auf diese Höhe werden wir sie zurückziehen. Das heißt, hier möchte ich anschließen mit den Feudalfußtruppen. Dann können wir die auch schon mal drehen. Erfahren. Aber was machen wir mit diesen Einheiten hier? Ja, es sieht noch nach einem heillosen Durcheinander aus. Also, Zurückfalllinie bis hierher. Dann kommen hier die... Hier kommen die Feudalfußtruppen hin, Dann jeweils eine Einheit als Backup und dann brauchen wir hier natürlich über die Flanke noch jemanden. Und jetzt überlegen wir uns noch, was wir mit unseren Bogenschützen hier machen. Ich denke fast, dass die Bogenschützen wirklich gegen Ende mehr Sinn machen. Das sind leichte Fußtruppen. Vielleicht sollte ich die in die Wälder bewegen. In die Wälder bewegen und dann auf die Ritter schießen. Könnte sich als effektiv herausstellen. Wir machen das mal. Gut. Leichte Langbogenschützen, die zweiten. Haben noch jemand nicht bewegt? Die Lehnstruppen hier. Gut. Das war's. Also momentan herrscht hier heilloses Durcheinander. Ich hoffe, wir kriegen innerhalb von 1-2 Runden die Ordnung wiederhergestellt. Und dann bin ich sehr gespannt, wie der Map sich weiter bewegt. Mal gucken, ob mein Köder... Ah, die Einheit war natürlich schlecht, dass ich die da hingestellt habe. Das ist ja mein Unterfeldherr. Ja gut, die werden dann eh zurückgezogen. Mal gucken, ob mein Köder funktioniert und hier möglichst viel Munition verschossen wird. Damit die dann in der mittleren und späten Phase des Kampfs die Bogenschützen nicht mehr allzu große Bedeutung haben. Das werden wir aber sehen in der nächsten Folge. Mal gucken, schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge vielleicht zwei Züge machen, je nachdem, wie es beim Merp ist. Wir wollen das Ganze ja auch immer abwechselnd machen. Ein Zug bei mir, dann könnt ihr am nächsten Tag den Zug beim Merp wieder angucken und so weiter und so fort. Könnte also wie immer ganz interessant sein und seid schon mal ein bisschen vorgewarnt. Die ersten ein, zwei Folgen werden wahrscheinlich eher größeres Taktieren und Manövrieren sein. Sobald das Ganze dann in die Nahkampfphasen geht, wird es richtig spannend, zumindest was die Kämpfe angeht. Und übrigens, falls ihr euch wundert, das Spiel selber habt,
wie ich es hier schaffe, so nah ranzugehen. Das ist relativ einfach. Ich schreibe es euch unten mit in die Beschreibung rein. Man muss bloß in einem Textfile, das im Spielverzeichnis ist, ein paar Parameter ändern. Und wer das Spiel vielleicht schon kennt, der weiß, dass man vielleicht normalerweise bloß so ranzoomen kann. Ja, ich glaube, oder irgendwie so. Ja, man kommt da nicht gescheit ran. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich schön, auch hier so direkt in die Nähe zu gehen und alles von im Detail anzugucken. Klar pixelt das alles ein bisschen auf, aber ich finde die Modelle, dieses Tabletop, oder diese Tabletop-Umsetzung wirklich großartig. Gut, ich wünsche euch dann noch gute taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf all euren Schlachtfeldern. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, 4-6, Servus.